Ich weiß, wie wir nach Haiti kommen. Miss Ruby, Voodoo-Priesterin und Mitglied der Teuflischen Fünf, wuchs sehr einsam auf, da sie etwas sehr Beängstigendes an sich hatte. Sie erlernte die Untotenbeschwörung und schlug eine kriminelle Karriere ein, was ihr die Möglichkeit gab, sich an der Welt für ihre Kindheit zu rächen. Mit ihren dunklen Kräften kann sie sämtliche Gesetze von Mensch und Natur außer Kraft setzen. Trotz des wirbelsturmartigen Erfolges ihrer jungen Jahre schaffte sie es, sich in die Anonymität zurückzuziehen. Man sagt, sie residiere im dunklen Herzen des tiefen Dschungels von Haiti. Aber dies ist eine Mission, die du ohne mich durchstehen musst. Du glaubst doch nicht an Geister, oder? Sicher doch. Meine Scanner haben nachweislich paranormale Aktivitäten aufgezeichnet. Aber das ist nicht das Problem. Dieser Sumpf ist voller Moder und Bakterien. Reiß dich zusammen, Bentley. Wir haben einen Job. Na schön, also gut. Vergiss nicht den neuen Kniff, den du aus Markschotts Abschnitt im Buch des Meisterdiebs gelernt hast. Du meinst den Waschbären-Railwalk? Die Wurzeln und Lianen hier sind geradezu perfekt dafür. Du musst einfach nur springen und die Kreistaste drücken. Besonders dort, wo du sehen kannst, dass die Rinde abgenutzt ist und es super rutschig ist von Schleim und Moos, da kannst du Railsliden wie ein Skater in der Halfpipe. Das gefällt mir. Rubys Lager. Um reinzukommen, brauchst du den Schlüssel, der auf dem Tiki-Podest im Lager der Wachen liegt. Er wird von einem bösen Mojo-Kraftfeld geschützt. Also musst du die 5 violetten Kerzen zerstören, die es umgeben. Kein Problem. Bloß nichts überstürzen, oder dein Kopf wird zu einer Erbse geschrumpft. Du musst an diesen Voodoo-Wächtern vorbei. Und ich warne dich, sie sind bösartig und arbeiten im Team. So wie wir, Kumpel. Geschafft! Das Mojo-Kraftfeld ist unten. Du kannst jetzt den Schlüssel stehlen. Thank you.
Thank you.